Wir haben nur diskutiert, ob sich eine räumliche Veränderung seit dem letzten Besuch ergeben hat. Die Woche der Kanzlerin. Mittags hatten die Kanzlerin und Wirtschaftsminister Gabriel mit den Spitzen der Parteien im Bundestag beraten. Jetzt informieren sie über die nächsten Schritte in der griechischen Schuldenkrise. Die Verhandlungen darüber waren gescheitert, weil Griechenlands Regierungschef überraschend ein Referendum ankündigte, trotz eines großzügigen Angebots der Gläubiger. Deshalb muss man einfach konstatieren, dass der Wille zu einem solchen Kompromiss auf der griechischen Seite nicht da war. Am Mittwoch wird die Kanzlerin dazu im Bundestag sprechen. Besuch aus dem Kosovo von Ministerpräsident Isa Mustafa. Mustafa kommt direkt aus Brüssel. 17 Stunden hat er dort mit Serbiens Regierungschef und der EU über die Rechte der serbischen Minderheit im Kosovo verhandelt, ohne Ergebnis. Die Kanzlerin mahnt, dass beide Seiten in diesem Streit nachgeben müssen. Solange Kosovo und Serbien sich nicht einigen, sei die weitere Annäherung beider Länder an die EU nicht möglich. Um Annäherung geht es auch am Abend. Zum ersten Mal nimmt Angela Merkel an einem muslimischen Fastenbrechen teil. Zusammen mit jüdischen, christlichen und muslimischen Persönlichkeiten. Dass beim Iftar, dem gemeinsamen Mahl nach Sonnenuntergang, auch Nicht-Muslime dabei sind, ist nicht unüblich. Für die Kanzlerin ist es eine schöne Geste des Miteinanders. Sie wünscht sich mehr Offenheit füreinander. Es lohnt sich für uns alle, die wir Teil unserer Gesellschaft und unseres Landes sind, auf Verbindendes zu blicken, anstatt allein das ohne Zweifel auch vorhandene Trennende zu betonen. Am Mittag berät auch der Bundestag über Griechenland. In ihrer Rede erinnert die Kanzlerin an die Menschen dort. Sie erleben harte Tage. Trotzdem kann es nicht um eine Einigung um jeden Preis gehen. Auch Europas Verträge müssen geachtet werden, genauso wie nationales Recht und der Wille, ein Referendum abzuhalten. Es ist das legitime Recht Griechenlands, das zu tun, wann immer sie es wollen, worüber immer sie es wollen und mit welcher Wahlempfehlung der Regierung auch immer. Nach dem Referendum ist die Bundesregierung offen für weitere Gespräche. Nachmittags beim Treffen mit Italiens Regierungschef ist die Schuldenkrise erneut Thema. Matteo Renzi stimmt mit der Kanzlerin überein, dass für Griechenland weiterhin alle Türen für Gespräche offen sind. Beide beraten auch über die Verteilung der Flüchtlinge in Europa sowie die Arbeitsmarktreform in Italien. Bei seinem ersten Besuch hatte Renzi Angela Merkel von diesem Vorhaben berichtet. Inzwischen erholt sich Italiens Wirtschaft. Du hattest einen sehr ambitionierten Plan und es ist schon beeindruckend, in welcher Weise die Dinge jetzt umgesetzt sind. Die Kanzlerin wünscht ihm deshalb weiterhin viel Erfolg. Mehr Informationen auf bundeskanzlerin.de.